Ich frage mich ja schon, wer die Entwickler dieses Spiels sind. Ich habe keine Ahnung. Gut. Ja, Ja, dann. was ist generell hier für ein Spiel? Menü. Ich meine, das weiß ich, aber. Warum haben wir ein Fadenkreuz? Weil wir es eingestellt haben. Was? Nein. Willkommen zurück Das ist der zu beste Anfang. Templion Place. Der bewegt sich automatisch The irgendwann. Titwis. Moment. Der bewegt sich automatisch irgendwann. Frech. Herzlich willkommen zu The Witness. So. Together, weil. Warum nicht? Ja, ich war mal sehr traurig, dass ich das Spiel nicht kaufen kann, mehr auf der PlayStation, deshalb spielen wir das, weil Leon hat das Spiel. Kann man das wirklich gar nicht mehr kaufen Also, oder ist das so teuer? keine Ahnung, es hat auf jeden Fall sau teuer, ich weiß, aber vermutlich kann man es auch nicht kaufen, wahrscheinlich, ich weiß es nicht, es ist auf jeden Fall sau teuer, steht im PlayStation Store drin für 5 Euro. Eieiei. Oder 36,99, glaube Ja, ich. ich hatte Glück, es gab ja damals was noch Play at Home war das, glaube ich, ne? Als auch Horizon. Ja, so habe ich Horizon auch bekommen und auch Ratchet and Clank. Oder nee, oder habe ich Horizon per PS Plus bekommen, ach, keine Ahnung. War das denn auch in dem Zug? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall gab es es immer noch kostenlos und da habe ich es mir Wahrscheinlich beim ersten Mal Play at Home, da habe ich nämlich noch nichts gegriffen und da geclaimt. Ah, gab es das okay. wahrscheinlich. Das kann sein. Aber gut. Ja, was ist The Witness eigentlich? Ich weiß es selber nicht so richtig. Es ist ein Es ist ein Rätselspiel. Rätselspiel, man muss halt im Laufe des Spiels, ja, man lernt halt verschiedene Rätsel und auch, man muss halt für sich selbst erschließen, wie Dinge funktionieren und dann halt auch immer schwierigere Dinge verstehen, bis zu einer sehr, sehr schweren optionalen Trophäe. Also es gibt halt quasi eine Story in Anführungszeichen, danach gibt es halt auch so ein. Spezialherausforderungen, die ja nochmal eine ganz schwierige Trophäe ist, mal gucken, ob wir die schaffen, aber durchspielen schaffen wir auf jeden Fall, weil durchspielen ist einfach. Okay. Ich glaube, ich soll X drücken. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und dann geht es darum, ja, dass du das Spiel musst du halt verstehen, wie es funktioniert. Und ich denke mal, ja. Das habe ich verstanden. Das ist mal ganz intuitiv. Und ja, jetzt gerade spielt Leon, aber ich denke mal, ab und zu würde ich nochmal den Controller in die Hand nehmen. Jo. Jedes Mal, wenn ich sterbe, bist du dran. Ha. Ich glaube, man kann nicht sterben. Man kann Sachen verkacken, aber so prinzipiell, ja. Geht ja nur darum, es irgendwie zu lösen Niemand. und es umsetzen kann ja dann jeder mal machen. Also übrigens ist. Achso, ich muss nochmal X drücken, okay. Ich hab das Gefühl, dass die Soundeffekte ein bisschen zu laut sind. Ja, dachte ich mir auch gerade so, ne? Das ist nicht so. Da kann man gar nicht anstellen. Schlechtes Spiel. Vignettierung. Was Ja. ist das? Also ich weiß, was eine Vignettierung ist, aber. Dass so die Ecken so. Ach, lassen wir einfach. Das schon mehr als wir. Aber wir haben schon mal die ersten Spezifikationen des Rätsellösens hier gemeistert. Ein bisschen leiser. Ach, Together ist lieber immer le zu leise als zu laut. Beide Keine Spieler, glaube ich, ja, keine Ahnung. Ahnung. Ich sag mal, Musik wird das Spiel jetzt nicht so erstaunlich viel haben. Aber hat tatsächlich auch. Wow. Ja, wir können uns halt auch ein bisschen umgucken und halt Wege suchen. Wir sollten tatsächlich immer so ein bisschen, ja. Das Spiel sagt einem, wo man lang gehen kann. Aber man kann auch komplett anders irgendwie lang gehen. Den Anfang habe ich das jetzt auch schon mal nochmal gespielt. Ja, das ist halt ein Rätsel-Ding, was du nicht machen kannst, weil du nicht aktiviert hast. Braucht halt Strom, wohl würde ich einfach behaupten. Also immer so Kabeln kann man mal ganz klug folgen. Oh, okay. Wieder im Kreis? Da ist auf jeden Fall was Lösbares. Genau, wir wissen ja quasi, den Start kennen wir, das Ziel kennen wir. Und wir müssen halt einen Weg dahin finden. Das sieht richtig aus. Dann können wir einfach mal gucken, wo der Strom hinführt. Wir könnten ja theoretisch auch immer so eine Folge spielst du, die nächste Folge spielst du. Das ist eine ganz coole Ja, stimmt, Sache. das wäre gar nicht schlecht. So machen wir das. Ja, mal Ja, gucken. Start und Ziel halt. Man hat halt für die Sachen ja auch alle unendlich viel Ja. Zeit. Wir hatten nur diese eine besondere, schwierige Trophäe. Da hat man halt keine Zeit, aber ansonsten hat man, glaube ich, auch eigentlich so unendlich Zeit, meinte ich zumindest. Speedorino BPB. Einst. So, ich weiß immer noch nicht, was BPB ist, aber egal. Also, er war zumindest mal der Backpack-Banger in so einer Trash-Parodie von sich selbst oder so. Wir haben einen Umweg genommen, aber ist egal. Das ist egal. Die Steuerung ist mit dem linken Stick, ne? Also Ja. X gedrückt halten, ne? Oder? Nee, ich muss nur einmal Okay, einfach drücken. nur quasi. Am Anfang drücken und am Ende einmal. Ja, okay, um es zu bestätigen. Okay, cool. Kann man irgendwie rennen oder so? Oh ja. Okay, das öffnet dann wahrscheinlich schon das Ding. Aber es sieht ein bisschen anders aus hier. Auf jeden Fall. Oha. Ah, da ist wieder. Mal gucken. Ja, guck mal, da Ach fehlt so, ja das noch macht die. was. Ah, okay, es Wir macht die müssen noch ein Klappen bisschen da was weg. machen.
Habe ich verstanden. Ich glaube, das ist auch so ein Spiel, wo man so gut über Sachen auch reden kann. So ein bisschen eigentlich auch wie Spider-Man 4. Nur mit weniger Story. Und wenn unser Scheiße. Unser Hirn irgendwann mit so wie jetzt schon. Moment, ich bin dumm. Am besten ist es doch eigentlich vom Ziel auszugehen. Ist das Problem, dass du gerade keinen Weg findest? Ja. Ich glaube, das ist dann auch schon die Antwort, dass nicht funktioniert, dass du den anderen Ding nehmen musst. Weil das hat Ach, keinen Weg. stimmt, wir sind ja zwei, habe ich gar nicht Ja, okay. realisiert gerade. Du wirst halt einfach gucken müssen, Naja. was halt lösbar Nee. ist. Weil es gibt halt auch mal so Situationen, da gibt es halt keine Ahnung, wo man sich auch überlegen muss, okay, das Spiel gibt einem so zwei Rätsel und wir müssen aber gucken, welches von beiden lösbar ist. Das hätte auch Umweg nehmen können übrigens. Du musst nur X drücken, ne? Achso. So, Umweg genommen. Hättest du noch besser machen können, tatsächlich mit noch mehr Umwegen. Ja, mal nicht übertreiben. Na, das war auch nur ein einzelnes Ding und dann. So. Ja. Wir werden dem Kabel folgen. Ja, dem Kabel folgen. Moment. Ach, ich kann überall, kann ich das machen. Genau, man kann das überall machen, glaube ich. Weiß nicht, vielleicht muss man mal Aha. das aufklicken. Wild. Gibt es tatsächlich auch was Spoileriges jetzt einfach schon, dass man läuft hier so durch so eine Welt und man es halt dann durchgespielt hat, da kommt man quasi so, keine Ahnung, so kann man so Backstage langlaufen und überall so Türen öffnen, die einen wieder in die Spielwelt zurückbringen. Was ich sehr cool fand irgendwie. Okay. Es war halt nur, keine Ahnung, eine kleine Kleinigkeit, aber war halt ganz, ich weiß nicht, so ein Sofa, nett. Ja, Trophäen. Glaube ich, alle recht einfach, außer diese Challenge, Genau, ne? also wir müssen Oder? einfach außer diese Eintrophäe, müssen wir mal halt gucken, ob wir das schaffen. Aber jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass wenn ich die ganzen Rätsel da von Anfang an spiele, das auch mit dieser Herausforderung so hinbekommen könnte, ohne halt, ja, das Internet zu benutzen. Das haben beide Ziele sind miteinander verbunden, auf jeden Fall, habe ich gerade Ich festgestellt. glaube, Ja, okay, das. ich weiß wo. Ja, okay, da muss man halt ja ein Ziel erreichen. Vielleicht genau beide. Doch nicht, Nee, warte, bin dumm. nur der obere geht. Warte. Ja. Was glaubt die Lösung Ach doch, soll. da. Ich glaube, die Lösung soll Hm? auch immer eindeutig sein. Also jetzt der Weg vielleicht nicht, aber halt, wie es dann am Ende starten und Ziel ist, dann glaube ich, immer halt festgegeben. Aber ich glaube, ich könnte jetzt nach unten, oder? Nee, ja. Oh doch, kannst du dann geh nach unten. Okay, wir müssen dann nur. Das war jetzt unnötig, aber egal. Wäre noch unnötiger gegangen. Aber cool, es gibt dann noch mehrere Lösungen. Das ist übrigens auch die erste Aufnahme auf der PS5 gerade. Ein PS4-Spiel. Ja, auch statt die Nett. PS4-Version zu Let's Playen. Also das ist die PS4-Version, aber ihr wisst, was ich meine. Ich weiß nicht, läuft es besser? Wahrscheinlich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass das Spiel auch auf der Mich irritiert PC so ein bisschen dieses erhältlich Kabel, was da wegführt, ist. Ja, mich auch, deswegen weil denke ich eigentlich sind gerade. wir schon hier und haben das halt als Wahl aktiviert, wir haben es gelöst und es geht halt weiter, dieses Kabel um, ergibt irgendwie keinen Sinn. Naja, egal. Achso, was stimmt, ne? Dann haben wir jetzt aktiviertes Kabel und das führt halt, ja, schon da Alle sind hinten an. offen. Deswegen, ich habe nämlich schon das nächste Ding gerade gesucht. Okay, welchen Weg wollen wir gehen? Das ist der längste Weg. Wollen wir mal so, Ja, ich glaube, das ist. Okay, man kann nicht sich selbst überholen, okay. Ich würde behaupten, es geht länger, aber das ist nicht die Aufgabe, den längsten Weg zu nehmen. Die längste Abkürzung. Die gab es letztens bei mir in Asterix Rodix XXL 2. Mehr oder weniger. Ah. Ja. Ich habe keine Ahnung, so, was denn da links ist Wald, geh auf den Wald. Und hier, guck mal, das ist auch ein Weg. Vielleicht ist so eine Abzweigung. Ja, guck mal, da gehen wir da links. Zu dieser Tür. Die Tür kann man schon lösen. Ja, das Jetzt gerade ist. ist die Aufnahme so leicht. Okay, da habe ich das Gefühl. Müssen wir gleich mal gucken, ob das wirklich so ist oder ob OBS einfach wieder dumm ist. Und das ist So. schon eine Abzweigung, die wir gerade genommen haben. Einfach, den haben wir uns halt am Rand umgeguckt und das hier gesehen, da. Na, müssen wir halt herausfinden, wie das funktioniert. So theoretisch. Will. Hier bei den schwarzen Dingern. Ich bin gerade am Überlegen. Also theoretisch wird. Theoretisch ist das ein schwierigeres Rätsel, weil wir das noch dafür noch keine Einleitung haben. Aber ich glaube, du musst alle Schwarzen, glaube ich, überqueren. Und gleichzeitig aber halt auch. Also diese schwarzen Punkte müssen, glaube ich, alle überquert werden.
Also alle. Und dann muss er halt dann ans Ziel kommen und ich glaube, die Quadrate müssen eingesperrt sein. Das heißt, in so einem also wir streichen so Gebiete ab, in dem diese Kurven machen und die weißen, in einem so einem Gebiet dürfen nur weiße oder schwarze Quadrate einzeln sein und nicht gemischt. Glaube ich. Aber halt theoretisch wissen wir das noch nicht. Habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, aber Ich hier sind würde ja. einfach sagen, wir machen es erstmal nicht, Okay. weil. Jetzt werden hier sind jetzt zwei Schwarze. Wie geht man beide Ja, Wege? dann von woanders starten. Achso, stimmt. Ich Depp. Na gut. Würde sagen, also so ein bisschen abseits, so kann könnte Jetzt man läuft ja auch machen. Namen für sich. Ach, keine Ahnung. Wir hätten jetzt auch irgendwie nochmal einen Weg, aber du hast gerade die Kontrolle in der Hand, du entscheidest den Weg. Jetzt bist du dran. Kamera von hier? Ja. Okay. Überall lang gucken. Ja, muss ja theoretisch auch nicht alle Rätsel lösen. Ich weiß aber nicht genau, wofür es überhaupt so Trophäen gibt, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, ob man da Story-Trophäen machen kann. Ist ein Open-World-Spiel tatsächlich. Wo kommen wir? Wo komme ich hier lang? Ich finde es gerade Einfach ein bisschen das. sus. Ja. Aber ich glaube, es ist nicht so spannend. Was ist das? Bequem. Ist ein Glas sein? Ja. Apropos bequem, wir haben wieder geilen Burger in Jena gegessen. Also wenn ihr mal in Jena seid, müsst ihr Burger essen. Kombinat V Genau, heißt der, nicht. glaube ich, Ja, nicht mal mittlerweile. den alten. Aber es ist schon das ist mittlerweile, das ist auch glaube ich schon 2 Jahre. Aber das erste Mal da war, hieß er noch das alte Name, als das zweite Mal in Jena war, 2020, sondern hat er halt seinen neuen Namen. Oh. Sehr weird. Kann ich jetzt auf der. Ne, ich kann hier nicht runter. Okay, doch nicht so offen. Ich geh weg. Aber teilweise immer schon, keine Ahnung, man kann sich schon ein bisschen ausloopen, was man machen will. Manchmal wird man glaube ich einfach sehen, okay, ich habe keine Ahnung, wie das Rätsel funktioniert, wie wir Oh, es ein gerade Schatten. eben theoretisch hatten. Wir hatten theoretisch keine Ahnung, wie das ist und ich glaube, dafür gibt es dann auch entsprechend auch ein Tutorial halt. Also halt, so wie wir halt vorher als auch schon alles eingeführt bekommen haben. Hä, eingeführt. Der Weg hier kann nicht umsonst sein. Stürzt sich runter in den Baum oder so. Geht nicht. Wo bin ich jetzt hochgekommen? Hier irgendwo, ne? So viel zur Open World. Hilfe! Komm ich nicht mehr weg. Doof. Irgendwo war halt ein Weg. Da wahrscheinlich, ne? Aha, okay. Oh Gott. So ein langes Projekt. Wenn ich so rumdödel hier. Ja, ich hatte mal im Vorfeld so ein bisschen geguckt, wie lange das Spiel so geht. Und keine Ahnung, manche haben dann so ihre normalen 20 Minuten Let's Plays, keine Ahnung, 20 Folgen. Und Gregor von den Rock Beans hat irgendwie 40 Folgen, jede Folge dauert 2 Stunden oder so. Der Gregor von Rocket Verstehe ich nicht. Beans, ja, der hat manchmal ein bisschen verpeilt. Der ist ein sympathischer Mensch, aber der ist manchmal schon ein bisschen verpeilt. Muss ich um. Kann man hier lang? Oder soll ich jetzt noch hier gar nicht lang, oder? Nee. Nee. Achso, man kann hier gar nicht lang. Also, ich hab jetzt gar nicht mal runterfahren können, also mal hier lang. Oder dieses andere Rätsel halt lösen. Ah, wir wissen theoretisch auch nicht, wie das funktioniert. Oh, guck mal, da wird es erklärt. Was wir gerade nicht verstanden haben. Aha. Wo wir ja quasi aufgesplittet. Ja, in einem Gebiet ist nur weiß, im anderen Gebiet ist nur schwarz. Aha. Ja, wenn man dann halt nur auf, keine Ahnung, Trophäen aus ist, dann achtet man. Ich glaube, Julian hat, glaube ich, auch noch mit Guide gespielt die ganze Zeit. Button. Lappen. Ich will doch nicht lästern und so, aber theoretisch, keine Ahnung. Kann, wenn man halt, Ich glaube ich, schon. alles so halt spielt, dass man dann auch versteht, wie es alles funktioniert. Ich glaube, ich habe es verstanden. Naja. Da kann man auch gar nicht, hat man gerade mal so viel Variation von den Wegen her. Okay. Aber cool, dass man das halt so lernt, sage ich mal, und nicht Tutorial-Mann, der dir einfach alles erklärt. Na, okay, genau. Ich habe den Ausgang nicht gesehen. Genau, Was? da hatten wir jetzt auch schon mehrere Gebiete, aber es geht ja nur darum, dass halt pro Gebiet halt, dass Nochmal die das Gebiete Gleiche. halt reinrassig sind. Rassentrennung ist es hier quasi. Weiß und schwarz. Okay, das war schon dumm. Moment.
Also meine Vermutung ist gerade, dass wir diesen Tetris-Block, den du gerade eingerahmt hast, auch in zwei Gebiete trennen müssen, damit wir auch oben dann zwischendurch mal zum Weißen hochkommen. Weil Ach so, wenn so, ah, okay. du, dass du keine Ahnung, den ersten Block da mitnimmst und dann erstmal nach oben gehst oder so. Ja, so nicht, weil dann sieht ja schon, Ja. dass wir da halt nicht getrennen müssen. Dann Also müssen zwischen wir den eher schwarzen und so. weißen muss auf jeden Fall eine Kurve gehen. Wenn ich jetzt so, das geht irgendwie auch nicht, ja. Ne? Wir wissen auf jeden Fall, wo auf jeden Fall eine Trennung sein muss. Und zwar immer zwischen zwei Feldern, wo einmal schwarz, einmal weiß ist. Genau. Das heißt, wir müssen halt auch oben da bei dem Weißen so ein U machen. Zuerst oben lang geht auch nicht. Nee, dann brauchen wir auf jeden Fall. Jetzt schon verzweifelt. Erstmal geil raussuchen. Obwohl, wenn ich jetzt hier lang fahre, ist ja das Ziel halt dicht, Ja, ne? überlappen kann man nichts, nee, nee. Ziehen kann man auch nicht. Ich würde schon mal verzweifeln. Hilfe! Gehen wir nochmal auf Anfang zurück. Kann man das Und irgendwie schneller machen? schließ mal erstmal den ersten Block mit drei Seiten. Also nur den ersten Block. Nee, andersrum. Andersrum umschließen. Ah ne, es geht auch nicht. Wegen der anderen Trennung da. Erst noch, das ist schon diese beiden Trennungen, also um den ersten schwarzen Block unten links müssen beide hintereinander auch gezogen werden, sonst funktioniert Ach, das warte nicht. mal, kann man. Ja, genau. Also fährst nochmal runtergehen, damit der schwarze da auch komplett abgetrennt ist. Aber ja, genau. Ja, Ach so, ja, so meinst du. zurück. Wir müssen immer die Trennung da mitnehmen. Ja, das denkt doch. Also, aber ja, hoch da, hoch, genau. Und dann links. Den Rest schaffst du. Ich hatte gerade. Denk dran, immer zwischen weißen und schwarzen Linien zu ziehen. Genau. Runter. Und jetzt hoch. So dumm. So simpel. Ja, ich hatte gerade was Ähnliches im Kopf, nur glaube ich andersrum. Zuerst den oben Nee, du, anziehen. du, du, hast, du hast einen richtig guten Ansatz gehabt, nur halt immer daran denken, dass du dann das immer blockieren müssen. Mal gucken, jetzt. Ja, Jetzt. meine Idee war es irgendwie, glaube ich, hier hoch. Hier Ja, ist irgendwie halt genau, nicht halt. gemacht, ne? Jetzt hast du auch wieder das gemacht und halt die Trennung. Ja. Ja, und dann von hier halt das quasi machen, aber. Wie kann man eigentlich die Bildschirme wechseln? Ich glaube auch mit den Schultertasten, oder? Oder mit L irgendwie. Ja, doch, ein Schulterhassen geht auch. Muss Weil. einfach hier einmal X drücken. Ist Das egal, welche hält. Schultertaste, ne? Nee, R1 und Okay. R1. Okay, die 1 da, okay. Die Trigger haben hier übrigens keine verstärkte Vibration. So, das ist ja fast das gleiche, nur anders. Weisheit des Tages. Ich würde das ist. Also wenn du hochgehst, musst du dann auf jeden Fall den schwarzen umschließen mit zwei Feldern, mit zwei Linien. Und ja, dann können wir noch so weiß hoch, Aber oder? hier, guck mal, da ist ja, rechts ist ja gar nichts drin. Das heißt, da muss ich nicht unbedingt Das ist durchfahren, egal, ne? das ist egal. Also da natürlich ist der schwarze, da muss dann schon vom weißen getrennt sein. Genau so. Ja, nee. Das sind weiß und schwarz in einem Gebiet. Ach so, generell auch, ne? Genau, auch Also nur generell, ja. generell, ich habe immer nur gedacht, nebeneinander. Nee, nee, generell. Ja, okay, dann muss ich eigentlich nur das einmal umtauschen. Einmal umtauschen. Ja, stimmt. Und dann, ja. So. Jetzt ergibt es auch so. Ich habe die ganze Zeit immer. Ja, ich habe anders gedacht. Aber okay. Man Beim lernt letzten habe das. ich es richtig verstanden. Das haben wir Sehr jetzt gut. akzeptiert. Das war einfach nur zu showreel. Theoretisch können wir jetzt die. Aber die Oh, anderen. 2 Milliarden. Ja. Es Okay. hat genau die 8 Dinger gebraucht, um es zu verstehen. Sind es 8? Ja. Stimmt, das war doch jetzt auch mit den leeren Dingern. Da war aber hinter dir war jetzt noch eine Hütte irgendwie so. Ja, genau, das Ding da. Ach komm, da lernen wir jetzt das andere. Da können wir gleich diese spezielle Tür machen, also in der nächsten Folge. Aber das schaffen wir jetzt in dieser Folge noch. Hey. Okay. Und hier müssen wir, denke ich mal, einfach nur diese ganzen Dinger überfahren halt. Achso, Gibt mehrere Möglichkeiten tatsächlich. Ja. Machen wir es simpel. Hui. Blub. Ich fahre einfach mal drauf los. Ja. Ah, okay, auch eine Möglichkeit. Funktioniert. Hier gibt es noch mehrere Möglichkeiten. Immer erstmal drauf losfahren und mal gucken. Naja, ist doch gut. Ja, ist nicht das gleiche? Nein, das ist nicht. Ja, doch, los geht's. Ah ja.
Haha. Macht Spaß. Und ist fair. Ja. Jetzt müssen wir fair jetzt kostenlos bekommen. Mhm. Jetzt müssen wir uns den Eingang aussuchen. Ich weiß, welchen wir nehmen müssen. Also, ich glaube, es funktioniert auch nur einer von den beiden, aber jetzt funktioniert der andere auch. Richtig gut für den Kopf. Jetzt noch mit einfach drauf losfahren. Ja, kannst du ja machen und dann lehnen, funktioniert nicht oder so. Ja, irgendwie der hier. Also, von da nach links können wir auf jeden Fall nicht. Nee. Wenn wir nach oben gehen, oder theoretisch. Kann ja, ich muss ja beide. Du musst auf jeden Fall nach oben. Also, wenn du da startest, musst du auf jeden Fall nach oben. Und dann kriegst du. Also, musst du auf jeden Fall nach oben. So lang. Aber das. Nee, geht auch nicht. Dann ist das wohl nicht der Startpunkt, den wir nehmen müssen. Aber da bin ich auch ein bisschen dumm gerade. Aber Spoiler, es funktioniert bei dem. Denke ich mir auch. Weißt du auch schon wie? So auf jeden Fall nicht. Ach, vielleicht mit eins. Naja, das auch nicht. Dann, ja, ist die Richtung, dann ist die Richtung schon mal nicht richtig. Dann probieren wir es mit einer anderen. Okay. Naja, doch. Ja, genau. Hatte ich die nicht in meinem Kopf eben einmal durchprobiert und mir gesagt, nee, geht nicht? Gut möglich. Wie im Mathe-Studium. Manchmal denkt man was, oder geht auch nicht. Oder auch geht. Letzter Bildschirm. Boah, die ganze Zeit jetzt letztlich die ganze Zeit nachdenken, das ist schon hart. Also mal, bei einem von den beiden Starten macht es unter Umständen Unterschied und Umständen auch nicht. Ah ja, okay, so, ich hab's gelöst. Ich fang jetzt an zu denken. So. Ich hab's gelöst, Lea fängt an zu denken. Nee, doch. Moment, wo hab ich jetzt angefangen? Scheiße. Also wenn du nach unten. Kopf habe ich, glaube ich, hier angefangen. Ja, und dann. Ja. Ja. Brr, brr, brr. Ja, und ich würde sagen. Fliegen. Nee, das war's mit dieser Folge. Das war's Let's Play. Dankeschön fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal spiele ich. Bis dann und ciao. Geil. Nutzt zur Tastatur. Tschüss.